Hey Ali Hooper, you're Gaston, or you're from Argentina. You're toller Swenka lead. Hey Ali Hooper, hallo Leute und willkommen bei einer neuen Folge von Sprich mal Schwedisch. Ich bin Joakim mit einem K und kein CH. Vergiss nicht, bei sprichmalschwedisch.com vorbeizuschauen für kostenlose Lektionen und noch mehr Material zum Schwedisch lernen. Und vergiss nicht, Patreon-Mitglieder zu werden, wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet. Deutsch, schwere Sprache. Ja, damit ich an diesem Projekt weiterarbeiten kann. So, heute reden wir über, was wir mögen und was wir lieben. Denn es könnte euer Leben verändern. Natürlich. Seid ihr in Schweden? Habt ihr da irgendwelche nette Schweden kennengelernt und möchte sagen, dass ihr sie liebt oder dass ihr sie mögt? Es könnte euer Leben verändern. Also, bleibt dran. Aber vielleicht habt ihr einfach nur so nette Konversationen mit Schweden und möchtet eben darüber reden, was ihr liebt, was ihr mögt, irgendwie eure Interessen und Hobbys. Dann ist das hier ziemlich wichtig zu können. Also, los geht's. Wenn Leute anfangen, eine neue Sprache zu lernen, scheinen sie irgendwie zu vergessen, dass es sowas wie Synonyme gibt. Synonyme, das sind also Wörter, die dieselbe Bedeutung haben. Und sowas gibt es im Deutschen auch. Das ist nichts Komisches. Aber irgendwie werden sie sofort total verwirrt, dass diese Wörter dasselbe bedeuten. Und die können nicht verstehen, warum es Synonyme gibt. Und ja, manchmal sind Synonyme eben etwas, sozusagen, die haben eine feinere Bedeutung, die bestimmen etwas feiner, die sind also zu 90% das Gleiche, aber nicht ganz. Aber das ist sowas, was man halt mit der Zeit entwickelt. Man entwickelt eben ein Gefühl für die Wörter und wie sie verwendet werden. Manche Synonyme sind einfach in manchen Fällen häufiger als andere Wörter, aber bedeuten trotzdem dasselbe. Andere haben so einen kleinen Bedeutungsunterschied. Deswegen, man soll jetzt nicht davon ausgehen, dass sie was Unterschiedliches bedeuten. Man soll auf jeden Fall oder auf keinen Fall sozusagen verwirrt oder total irgendwie geschockt werden, dass es diese gibt. So, jetzt kommen wir aber zu den Synonymen. Wir haben hier, wenn man sagen will, dass man etwas mag, also für das Verb mögen haben wir gilla mit j, obwohl es mit g geschrieben wird. Gilla. Und tycka om. Tycka heißt meinen oder dass man eine Meinung hat. Tycka om ist das Wort für mögen. Denkt dran, es ist ein Partikelverb. Wir haben also tycka und om, die gehören zusammen. Auf Deutsch ist es oft so, dass die dann eben, die sind zusammen. Die Präposition kommt am Anfang, so wie umstellen. Zum Beispiel, ich stelle umstellen. So, in dem Fall, also es ist was Ähnliches, ne? Unsere Partikelverben sind aber halt generell getrennt. So, tycka om heißt mögen, gilla heißt mögen. Da gibt es generell keinen Unterschied. Nehmen wir ein Beispiel. Jag gillar kaffe. Jag gillar kaffe. Ich mag Kaffee. Jag tycker om kaffe. Jetzt kommt ein Flugzeug. Jag tycker om kaffe. Ich mag Kaffee. Da gibt es keinen Unterschied. Ihr könnt beide Wörter verwenden, wie ihr wollt, ne? Also, ziemlich einfach. Aber es gibt diese 1% hier. Es gibt so einen kleinen Unterschied. Au, ich habe meine Nase. Es gibt so einen kleinen Bedeutungsunterschied. Jeder Schwede stimmt hier vielleicht gar nicht zu. Aber es gibt eine Tendenz für tycka om, etwas romantischer oder leidenschaftlicher zu sein, wenn es um Personen geht. Also, wenn ich sage, jag gillar dig, du är en trevlig person. Ich mag dich, du bist eine nette Person, sozusagen. Dann ist das ganz normal, ich mag die Person, ich habe vielleicht, ich habe vielleicht eine Verbindung zu dieser Person. Ich finde, die Chemie stimmt, ne? Wir könnten Freunde werden. Ich mag dich. Bist cool. So. Sage ich aber, ja, tycker om dig. Dann klingt es so, als würdest du anfangen, Gefühle zu entwickeln für diese Person. Und, ja, ich denke, wie gesagt,
ich glaube, die nicht jeder Schwede ist bewusst, dass es so ist. Nicht jedem ist das so bewusst. Aber wie gesagt, es ist eine Tendenz. Deswegen, ich will es nicht so drauf eingehen, aber eine Tendenz ist trotzdem ein Tendenz, ne? Und ist man meiner Meinung nach Ausländer, könnte es halt sein, dass der Schwede nicht das so ernst nimmt, wenn man vielleicht die falsche Synonyme verwendet. Also damit nicht gesagt, dass man Ausländer jetzt nicht ernst nimmt, aber man denkt vielleicht kurz drüber nach, ob diese Person jetzt das so wirklich gemeint hat, denn die Person lernt ja noch die Sprache. Aber, wie gesagt, es gibt eine Tendenz, wenn ihr einfach die Person platonisch mögt, dann verwendet lieber gilla als tykkom. Das klingt ein bisschen romantischer oder ein bisschen tiefer, sozusagen. Dann haben wir das Wort für lieben, älska. Jo älska dig. Ich liebe dich. Und ich kann es aber auch für Kaffee verwenden. Jo älska kaffe. Ich liebe Kaffee. Und ich würde sagen, das ist wie auf Deutsch gleich, also auch die Häufigkeit vielleicht. Ich könnte aber auch nicht nur meine romantische Partner, ich habe jetzt nicht mehrere, aber ich würde vielleicht nicht nur da sagen, dass ich sie liebe, sondern ich würde das für meine Familie auch verwenden, zum Beispiel. Oder sogar enge Freunde, die könnte ich auch lieben. Und ich denke, das kann man wohl auf Deutsch auch. Aber es ist trotzdem wichtig, dass es gesagt wird, sodass ihr versteht, dass das Wort ist, was soll man sagen, es ist eben was Tiefes oder Ernstes, aber wir verwenden es doch aber ziemlich häufig mit Leuten oder Sachen, die wir lieben. Es ist halt nicht super im Kosmos eine tiefe Verbindung und so weiter. Ihr versteht. Und zuletzt haben wir etwas, was sehr, sehr stark klingt. Ich bin verrückt nach dir. Joy galen i dig. Joy galen i kaffe. Ich bin verrückt nach dir. Ich bin verrückt nach Kaffee. Ja, es ist etwas, was sehr stark klingt und es ist nichts, was wir jetzt häufig verwenden. Aber ich wollte trotzdem irgendwas, was noch ein bisschen stärker ist. Und ja, man würde es in Liedern zum Beispiel hören. Joy galen, galen i dig, i ditt himmelska leende, i ditt skratt. Zum Beispiel. Also in dem Lied hört man das. Joy galen i dig, ich bin verrückt nach dir, I'm crazy about you. Ja, es kommt vor, sagen wir das. Aber es ist jetzt nicht das, was man jeden Tag vielleicht verwendet. Aber ich wollte es trotzdem euch beibringen in diesem Video. So Leute, das Video ist schon wieder um. Hoffentlich habt ihr was gelernt. Und vergesst nicht, bei sprichmalschwedisch.com vorbeizuschauen für kostenlose Lektionen und noch mehr Material zum Schwedisch lernen. Und vergesst nicht, Patreon-Mitglieder zu werden, wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet. Denn das wird gebraucht, um die Arbeit für Sprich mal Schwedisch weiterzuführen. Aber wir sehen uns im nächsten Video. Okay? Hallo, hey!